Leipzig erscheint meinen Träumen und Ahndungen wie der rosigste Morgen jenseits den waldigten Hügeln. In meinem Leben erinnere ich mich keiner so innigen prophetischen Gewissheit wie diese ist, dass ich in Leipzig glücklich sein werde. In einer Atmosphäre der Freundschaft schreibt Friedrich Schiller 1785 in Leipzig seine Ode an die Freude. Die früheste Vertonung stammt vom Schillerfreund Christian Gottfried Körner, der den Dichter nach Leipzig eingeladen hatte.